Hello, hello! Willkommen zurück, liebe Triple Fler, liebe Friends, Family und Fans, liebe Space Freaks. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge X4. Genau. Schön, seid ihr wieder mit dabei. Ich zeige euch mal kurz, was gegangen ist. Ich wollte das Spiel eigentlich nicht zwischen den Folgen spielen. Ich habe ein bisschen weitergemacht. Wir haben ja letzte Folge haben wir so einen Scout gekauft. Jetzt ist er so, der scoutet hier rum, in diesem System. Habe ich den mal, wir haben ja den hier gekauft. Ich habe den kurz hier einmal im Kreis fliegen lassen. Jetzt scoutet er hier unten rum, macht eigentlich dieses ganze Hexagon ready to go. Ne? Geld haben wir auch schon wieder ein bisschen und es gibt schon wieder Geld. Ihr seht ein bisschen viel, weil wir haben unser Gas-Hoshi hier. Der am Sammeln ist. Und es gibt immer übel viele Sachen. Ich muss kurz gucken. C4. Der hat nur Satelliten dabei. Seht ihr, ihr habt Fettkohle gekriegt. Schon 691. Jetzt, es läuft. Wir haben jetzt so gesagt, den kleinen Bergbauer, den können wir vielleicht irgendwann dann verkaufen, weil der bringt eigentlich nicht so viel. Der bringt immer so 10.000. Naja, okay. 10.000 ist besser als nix. Der Gasmann, der bringt krass Geld. Und dann haben wir den Mineralien-Typ. Der ist auch gerade Sachen verkauft, glaube ich. Der Mineralien-Typ. Ja, das war der hier. 7.000 hat er gemacht. Naja, ist jetzt nicht so prickelnd, aber es geht voran. Wir werden uns auf jeden Fall noch je eins holen, wahrscheinlich von diesen zwei hier. Noch ein Gasfresser, noch ein Mineralien-Ding. Oder vielleicht noch ein Scout, weil das dauert ja echt eigentlich 3 Jahre, bis er da was gemacht hat. Unsere Satelliten stehen noch. Irgendwie ist es ein Bug. Seht ihr? Jetzt ist der Kreis ist wieder so klein. Aber normalerweise ist der viel größer. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Weil wenn ich hier hingehe, ist der Kreis groß. Verstehe es nicht. Wahrscheinlich ist es ein Anzeige-Bug. Ja, wir werden es sehen. Unser Schiff hier, das fliegt auch ein bisschen Kurven. Ich habe ihm gesagt, da soll man das hier aufdecken. Ach, das große Problem daran ist, das dauert immer 3 Jahre, bis irgendwas aufgedeckt ist. Das ist schon... Was auch ist, unser Scout-Schiff, das hat da noch ein bisschen Satelliten drin. Jetzt muss ich kurz gucken. Der Mineralien-Typ, hat der auch Satelliten drin eigentlich? Nee, der hat nichts drin. Mal sehen. Wir wollen ja fett zu Geld kommen. Irgendwie wäre mal die Idee, noch unsere Station größer zu machen. Aber ich weiß aber nicht, mit was. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht mehr, was ich die größer machen möchte. Was ich auch machen möchte, ist hier. Ich möchte hier ein Schiff kaufen. Und zwar von denen. Hier, die sehen nämlich geil aus. Die Schürfer da. Die sehen aber besser aus als die anderen. Hä. Aber wahrscheinlich werden wir uns erst hier noch Transporter holen. Aber nicht bei der Schiffswerft, weil das Problem ist. Bei der Schiffswerft hier unten. Sind ja Schiffe im Bau und das geht ja einfach nicht weiter. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich entweder hier oben. Argon Raumdock. Schiffe im Bau. Na, hier geht's. Müssen wir entweder hier so eine Transporter holen. Die haben nämlich ein bisschen mehr Platz. Mal kurz gucken. 8200 Containerlager. Entweder holen wir uns hier Schiffe. Oder wir holen uns wieder hier Schiffe. Wo wir auch bauen können. Transporter, der wäre noch größer. 12.000, der kostet aber mehr, ne? Minimum Loadout 501. Eigentlich können wir den kaufen gerade, ne? Na, Schilde müssen schon. Schütztürme. Impulse. Ja, ist ein bisschen teuer für die... Ja, 12. Vielleicht sollen wir jetzt die kleinen kaufen hier.
Also die kleinen, die sind ja nicht kleine. Transporter. Ja, da ein bisschen weniger Ladefläche, ne? Aber kostet auch nicht so viel. Vielleicht sollen wir von denen erst holen. An den Computer, Zielcomputer, Streckenscanner, Crew. Ja, es ist teuer, ne? Wenn wir den voll crewen hier. Verbrauchsgüter. Software, Geschütztürme haben wir. Ich möchte eigentlich das große Schild. Aber das haben wir gar zu wenig Geld noch, ne? Und eigentlich hier möchte ich auch den Reiseantrieb. Dafür wird möglich den. Haben wir kurz zu wenig Geld, ne? Was ist denn hier? Oh, zwei. $2,39. Jetzt ist Frage, ob man auf. Ah, das sind Container. Beides. Nee. 8,2? 7,4. Nee. Na, schon ein 8,2er nehmen. Containerlager. Was ist denn der Unterschied zwischen denen? Das, glaube ich, ist ein Anzeigebug, weil das hier sieht nach Flüssigkeit aus. Aber wir einen Container holen. Wir haben Battle-Musik. Ja. Lustig. Mel-Musik. So, wir warten kurz, bis wir die Credits haben. Dann holen wir uns wahrscheinlich so einen Transporter, ne? Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ja. Mal sehen. Ich habe übrigens noch ein bisschen an der Webcam rumgefeilt. Ich weiß nicht, ein bisschen heller jetzt wahrscheinlich. Macht doch nichts. Im Licht hier. Ist okay. Easy clap. So muss das sein. Ja. Wunderschön. Ich habe mich übrigens auch schick gemacht, seht ihr? Wow. Und hier? Wow. Ja, im neuen Jahr hin und wieder müssen wir uns ein bisschen schick machen, ne? Was auch ist, die Forschung, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt, liebe Zuschauer. Da haben wir gleich alles. Das ist das letzte am Lauf mit den Modifikationen. Irgendwann müssen wir uns mal angucken, wie wir das modifizieren können. Ich kann mir vorstellen, dass das bei der Raumschiffwerft ist, dass wir da hinfliegen müssen und dann können wir irgendwie Modifikationen bauen oder so. Wahrscheinlich am Crafting Desk. Ich bin nicht sicher. Aber es könnte gut sein, dass wir das am Crafting Desk machen. Der verfolgt uns. Die anderen sind irgendwie weg. Ist okay. Irgendwie müssen wir da unseren profitablen Handel dann noch aufdecken. Komplett. Das machen wir wahrscheinlich als nächstes. Sollen wir mal kurz gucken, ob diese Satelliten jetzt wieder stimmen. Nee, stimmen sie nicht. Aber hey. Die Preise stehen ja. Seht ihr, es steht auch nicht, dass sie ablaufen. Kurz gucken. Haben wir irgendwo keinen Satellit? Hier unten. Ah, Hüllenteile. Steht hier nicht, dass es abläuft. Da, hier. Zeit, bis Information verfällt. Also, weil wir das letzte Mal da waren und keine Satelliten da haben. Ne? Die müssen wir da auch noch hinmachen. Medikamentenfabrik aufdecken, irgendwas. Schwarze Sonne. Mal sehen. Ich möchte eigentlich viel mehr mit Albion handeln. Also Argon Prime. Diesen Argonien. Aber können wir wahrscheinlich nicht wünschen hier. Ne? Irgendwie, weil ich möchte bei denen die Benefits haben. Die Lizenzen. Okay. Erstaunliche Ergebnisse hat er erzielt. Das ist ja wunderbar. Das heißt für uns, wir haben alles geforscht. Fette Geschichte. So,
Bring mir mal Geld. Bring mir mal Geld, dann können wir so einen Transporter holen. Und ich möchte eben dann auch die Station ein bisschen anfangen abzugraden, aber ich weiß nicht mit was. Ich weiß nicht, was wir da machen sollen. Ich habe mich echt noch nicht so informiert. Wir werden immer noch verfolgt von dem Typen, oder was? Wieso verfolgst du uns? Hm. Weiß ich nicht. Ah, der macht schön auf Deckrunde hier. Wahrscheinlich werden wir dann hier rüberziehen, hier aufdecken. Wobei ja auch ziemlich schlau wäre hier unten mal. Bei denen. Hier, hier oder hier. Oder hier drüben haben wir ja nur so Fragezeichen. Ziemlich viele Stationen, weil wir nicht wissen, was ist. Und was wir unbedingt auch machen müssen, sind viel mehr Satelliten aussetzen. Wo sind wir jetzt hier zu Hause? Hier. Den kurz Informationen. Wir haben Geld gekriegt. Das ist okay. Aufstellbares. Wir haben noch Satelliten und Zeug dabei. Wahrscheinlich sollten wir gleich irgendwo noch ein bisschen weiter springen zum Satelliten auf hinmachen. Na hier. Heliumraffinerie. Weißt du was? Freund, du hier. Fliege mal hier hin. Fliege zu. Dann machen wir hier noch einen Satelliten hin. Aber jetzt haben wir Geld gekriegt. Und jetzt holen wir erstmal so einen Container-Hoshi noch. Das war der, oder? 8200, ja. Minimale Standardkonfiguration, ja. Schilde wollen wir den fetten haben, ja. Dann wollen wir hier das haben und das haben, haben wir gesagt. Genau. Antrieb möchte ich eigentlich den haben. Weil den größeren können wir nicht. Genau. Steuerdüsen sind zu teuer. Software, Landecomputer. Brauchen die Scanner auch? Die Computer machen wir auch noch rein. Ich glaube nicht, ne? Nee. Crew. Klack, jetzt wird's teuer. So viel haben wir nicht. Aber vielleicht 10. Zack, 680. Da können wir uns vielleicht... Ja, das dürfen wir alles noch nicht. Das haben wir. Steuerdüsen. Vielleicht können wir uns noch bessere Steuerdüsen leisten. 755? Nee, können wir nicht. Das ist okay. Bußgeschwindigkeit, Reisegeschwindigkeit. Reisegeschwindigkeit ist hier wichtig. Einkaufsdienst hinzufügen und bauen. Jawohl. Merkur, Angreifer, irgendwas. Jetzt müssen wir das kurz machen. Discoverer, Information, Name. Nein. Discoverer, Angreifer, ja. Scout an Discoverer Angreifer. Aber das geht nicht. Da können wir nicht mittendrin was machen. Scout 1 Discoverer Angreifer. Scout 1, okay. Mein Besitz. Information. Nee, das ist doof. Fighter. Information. Machen wir hier. Main. Oh man. Nicht so weit. Irgendwie mal noch umbenennen hier. Information. Main Fighter. Main.
Honigfresser Gas. Den müssen wir auch mal umbenennen. In Honigfresser Klammern Gas Klammern 1. Ah, es ist. Hä? Schiffsinformation. Wissen wir nicht. So, jetzt hier Mineralien. Erwarte Befehle. Honig fress. Das ist sehr. Honig fress. Fresser. In Klammern Gas. Klammern 1. Gas 1. Okay, jetzt hier den auch noch kurz umbenennen. Honigfresser in Klammern Mineralien in Klammern 1. Genau. Mal sehen. Bergbauer 1. Sehen hier das Modell Elster Mineralien. Elster Mineralien. Muss ich hinschreiben. Sehen hier das Modell Honigfresser Gas verteidige. Ja, Scout 1. Merkur Angreifer. Merkur Angreifer. Nee, das ist ein Trade. Wenn wir den umbenennen. Information. Merkur. Na, Trade. In Klammern. Container. Klammern zu 1. Merkur. Angreifer. ANG, mehr können wir nicht. Trade. Container. 1. Merkur ange. Was haben wir hier? Trade. Genau. Trade. Honigfresser. Gas 1. Mineralien. So. Trade. Den geben wir jetzt einen Befehl. Information, Befehl. Befehl. Oh, hat der? Mal kurz gucken. Aufstellbares, nix. Oh, dann machen wir hier kurz aufrüsten an Dock. Verbrauchsgüter, Satellit. Haben wir noch Geld? Oh, wir haben noch gekriegt. 26.000, ja. Wenn wir denn hier noch. Oh, das ist zu viel. 26.000. Reicht denn das? Ich glaube. So. Jetzt unseren Container, Hoji. Wenn wir hier ein bisschen was aufklatschen. Und zwar machen wir das, fliegt mal hier hin. Müssen hier ein bisschen Dingens aufklatschen. Seht ihr jetzt, das ist wieder groß hier. Das ist ja buggy. Na, noch fixen, Freunde der Nacht. Freunde der Nacht. So, wo ist unser hier? Da. Zivil Satellit aufbauen. Jawohl. Haben wir. Jetzt, wenn du schon da bist, du da, fliege mal hierhin. Medikamentenfabrik hierhin, fliege zu. Jawohl. Mal da ein paar Dingens hin.
Jetzt unser Trader. Der ist auf dem Weg. Machen wir hier ein Dingens hin, da ein Dingens, da ein Dingens. Ja, das ist ein bisschen. Mal sehen. Ja, langsam. Langsam läuft das hier, liebe Zuschauer. Es wird seriös hier bei X. Ich weiß, es ist gar nicht so, wir sind mehr im Manager-Mode gerade. Aber so gibt es halt am meisten Geld. Ist halt einfach so. Wir haben schon wieder Geld gekriegt. Jawollo. Nicht nochmal zwei von diesen Honigfressern haben. Aber jetzt gucken wir erstmal, was wir mit Train noch erreichen können. Freund. Flieg dahin. Anfangen. Machen Sie's gut. Ende und aus. Oh, mich würde noch interessieren kurz. Was hat der so für Personal? Das ist nicht so toll. Besatzung. Argon Prime. Captain. Drei Befehle eingehen? Crew. Der bewegt sich. Das ist gut. Unser Main Fighter bewegt sich auch. Der Bergbauer tut mal da so ein bisschen Bergbauen. Das gibt Geld. Der Gas. Der ist immer hier oben so ein bisschen am Gasen hier. Das ist okay. Ein bisschen gefährlich da oben. Aber easy. Mehr Mineralien-Dings sind es. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen mehr Sonden aufklatschen, ne? Der Main, der ist hier. Geld durch Handel, jawohl. Trade Container. Das ist wunderbar. Das Mikrochip. Mikrochip, Waffenkomponenten. Hier, wo du bist, ziehe Satellit setzen. Ist er jetzt wieder so klein? Oder ist es wieder ein Bug? Ja, das ist jetzt wieder klein. Das ist wieder ein Bug, ne? Das ist doof. Quantenröhren, Medikamentenfabrik. Hier mitten rein. Fliege zu. Gut. Muss ein bisschen mit diesen Primern handeln noch hier. Folio verbessern. Nee. Missionsmanager. Wir haben nur noch ziemlich viele Missionen hier. Wir auch noch machen. Eins am anderen. Nahrungsmittelengpass. Liefere Medikamente. Liefere Nostropöl. Nahrungsmittel vor unserer Station. Ha. Was wir dann machen? Nahrungsmittelengpass. Medikamente, Soja, Grütze, Wasserreinigung. Das können wir dann ja mal machen. Irgendwo an der Station Kohlefilter kaufen gehen. So, jetzt klatschen wir da gleich in unseren Satelliten hin. Die Satelliten sind ja wieder buggy, weil die so klein sind. Versteht gar keine. Boah. Raumgießerei. Die sind jetzt auch klein. Das sollte nämlich alles drin sein hier. Ha! Oder doch nicht? Sind sie jetzt buggy? Sind buggy, weil die sollten auch drin sein. Ach Gott. So, du. Erwarte Befehle. Ja. Satellit hinklatschen. Das ist wunderbar. So, haben wir hier unten Waffenkomponente. So, Information. Nehmen wir jetzt ein anderes Ding und zwar automatisches Handeln geht nicht. Wieso denn nicht? Alles löschen.
Wieso kann er nicht automatisch handeln? Wieso kann er nicht nochmal... Moment. Du da. Geh nochmal zurück hier. Gebrauchsgüter. Hä? Aufstellbares Raketeneinheiten, M-Schiff-Kapazität. Wieso kann er nicht automatisch handeln, der Freund? Was ist denn kaputt mit dem? Landing-Computer haben wir, Scanner haben wir, Verbrauchsgüter. Ressourcen, so eine Freundfallmine, Mine, Treckermine, Täuschkörper. Wieso? Kannst du nicht automatisch handeln, Freund? So geht das nicht. Kurz gucken. Können wir das dem sagen? Erkunden. Dem können wir das sagen. Automatisch handeln. Weiter. Information. Da, hier. Position. Dem können wir das auch nicht sagen. Honigfresser. Der geht auch wieder. Automatisch handeln. Aber einen falschen Captain drin. Information. Automatisch handeln geht auch bei dem. Ist das, weil der im falschen System ist, vielleicht? Trader. Information. Automatisches Handeln. Der hat irgendwie zu wenig. Dieser Scott Smith. Ist das, weil er zu wenig kann, oder was? Also was flieht mal hier unser Main-System? Flieht mal hier hin, fliege zu. Wollen wir mal da gucken, ob wir da handeln können. Das ist ja strange. Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Unser Main-Fighter, der fliegt auch noch rum. Der ist gleich da unten. Wunderbar. Das ist strange. Wieso kann er nicht Auto handeln? Irgendwas ist kaputt da. Strange, strange, strange. Aber liebe Zuschauer, da sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei X4 hier. Seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Foundations. Ne? X4 Foundations. Okay, haut rein. Peace out.